Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, ich habe ein paar Aussichtstürme gemacht, auch hier jetzt gerade in der Basilika habe ich jetzt gerade etwas abgeschlossen. Ich wollte auch noch so ein paar Collectibles holen. Ich wollte schnell die Codex-Seiten noch holen und habe ich gedacht, dann nehme ich euch doch am besten gerade mal mit. Ich habe nämlich zwei gefunden, ne? Bisher waren es nur zwei. Ein paar Assassinengräber sind jetzt auch noch bekannt. Aber das war schon davor, glaube ich. Und ja, jetzt holen wir uns noch schnell die ein, zwei Codex-Seiten. Wahrscheinlich irgendwo hier unten. Die sind weg. Genau, jetzt müssen wir auch noch mal in den Kampf. Oh, was war denn das? Aua. Der ist weg. Der ist weg. Der hat Schmerzen. Batz, nochmal auf die Klöten hier. Batz. Der ist Fuji. Der bekommt auch nochmal eine. So, jetzt beklagen wir die noch. Ich weiß nicht, was wir. Wobei, wir machen erstmal das hier. Und holen die Codex-Seite. So, die ist schon mal wichtig. Und dann rauben wir die Leute hier schnell nochmal aus. Noch eine arme Seele genommen. Und auch noch hier. Tja. Da kann man was lernen. Ich lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Morgen könntest du schon überfahren werden. So kann's sein. Und dann hatten wir ja noch die hier. Holen wir schnell die beiden. Da kann man was lernen. Lebe jeden Tag, als wär's dein letzter. Dann würde ich tatsächlich, das wird jetzt erst im zweiten Teil, also wir werden das jetzt erstmal so machen. Wir werden jetzt gleich nochmal nach Monte Regioni zurückkehren. Werden, erstmal habe ich Geld. Der ist tot. Und jetzt habe ich Besuch. Oh ja, der Dicke ist nämlich nicht so. Warte, bis er sich eine Blöße gibt. Los jetzt! Der Kerl ist gewiss. Wenn wir zusammenhalten, was? Der ist down. Oh ja. Ich weiß nicht mehr, was am besten gegen die hilft. Ich glaube, es war das hier. Weil das einfach viel schneller ist. Und irgendwann hat man den dann halt. Ich glaube, das war bisher immer das Einfachste. Ja, jetzt müssen wir uns wieder anonym machen. Ja, toll, danke. Aber dafür haben wir 1500 bekommen. Ja, die hat's halt erwischt, was kann ich denn dafür, ey. Hör mal. So, jetzt, da hinten ist ein Augenzeuge. Also. Bekanntheitsgrad gesunken. Das ist auch gerade das da, dann können wir auch gleich da raus. Leo, hier ist deine Leiche. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Abfahrt. Der hat halt relativ viel Geld, ne? Okay, jetzt müssen wir wieder kämpfen. Na komm. Noch einer? Au. Bart, nochmal ins Gesichtle. Ich werde wohl sehr stark auf Stärke gehen. Also auf Schaden von meiner Waffe. Jetzt habe ich ihn. Perfekt. Da hinten ist ein Augenzeuge weggerannt. Der hat, glaube ich, super viel Geld. Kann es sein? Nein, haben sie nicht. Ich habe nämlich eben ja einen eingefangen, komischerweise, und da. Gab's dann auch ein bisschen Money, Money, Money. Bisschen mehr Money, 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 Money. Ich muss weg hier. Und weg damit. Zap, zap, zap.
Die Leute werden mein Gesicht vergessen, ne? So war das ja. Er hat doch was zu verbergen. Oh nein. Doch, die sehen mich nicht. Das war jetzt gerade ein bisschen lustiger. Über mir. Und hoch. Das war gerade im richtigen Moment reingesprungen. So, jetzt sind wir erstmal unbekannter. Das war mir wichtig. Jetzt haben wir zwei Codex-Seiten. Das, was wir wollten. Und dann können wir hier rüber. Und schnell nach... Sorry. Ah, Moment, da hinten ist ein Dieb. Den will ich mir holen. Schneller, schneller, bleib zurück! Mann, ist schon wieder so einer. Mörder! Hab ihn. Vergib mir meine Sünden. Ich will nicht. Du bekommst nichts ab. Ich will nur deine Kohle. Die geben halt immer 500, so, ja. Eigenes Geld und das des Horrors. So, weg mit dem. Bevor der jetzt gleich nochmal anfängt hier zu petzen oder so. Oh. Eins, perfekt. Der richtige Knöpf hier. Genau. Auf zur Villa. Das kostet uns 100. Das ist, bezahlen wir mittlerweile aus der Portokasse. Können dann erstmal alles aufbessern. Ich würde mir nämlich erstmal neue Rossrüstung holen wollen. Ich glaube, das ist so eines der schwersten Sachen gerade. Also das Geld abholen und ja. Hä? Ah nee, wir können ja die Dings zurücklegen, diese... Sagt's mir. Wir können dieses Siegel einsetzen. Nee, wir können hier... Wir können hier auch noch einen... Okay, krass. Wusste ich gar nicht, habe ich voll verpeilt, dass man hier noch eine Möglichkeit hat, nochmal einen Tempel zu machen. Könnten wir eigentlich auch machen. Ja. Einmal Geld abholen. Passt. Ich würde noch die Federn oben reinschmeißen. Ich meine, es wird ja auch immer mehr, das ist ja jetzt hier nur der Anfang. Die 11.000 würde ich sehr gerne in den Ausrüster investieren, dann zahlen wir weniger für ihn. Und können uns mehr kaufen, also für den Ausrüstungstyp. Eine Feder habe ich noch bekommen. Bringt auch nochmal mehr Geld. Dann die Codex-Seiten. Bringt auch nochmal was. So wird dann der Ort immer besser. Zack. Man merkt, es wird langsam... Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Und genau das Siegel würde ich gerne einsetzen. Und wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das schnell. Das war er hier. Passt. So, und das erste Siegel öffnet sich dadurch. Sehr schön. Damit wäre der Checkpoint erreicht auch. Ja, dadurch steigt auch noch der Wert. Das ist ja auch nochmal eine kleine süße Sache nebenbei. Super, Ingo, nicht Diesel. So, dann gehen wir hier mal nochmal ans Ausbauen. Ja. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Gerne. Wir gucken uns das mal an. Also, ich wollte den Schmied verbessern. Das lohnt sich. Das kann man auch gut machen. Kostet zwar viel, aber die Kirche haben wir erneuert. Den Brunnen würde ich noch machen. Das gibt auch nochmal richtig was drauf. Und dann... Buon viaggio! Danke. Das verbessert schon um einiges nochmal genau. 9000, um genauer zu sein, 9200. Ach, das wird nicht besser gerade noch. Aber dadurch nehmen wir erstmal mehr ein. Und wir kriegen günstiger unsere Ausrüstung hier. Ja, so teuer ist er gar nicht. Genau, also wir können... Was brauchen wir denn? Ja, wir bräuchten halt schon... ein paar Mark dafür, ne? Das ist nicht wenig.
Vielleicht machen wir tatsächlich nochmal die zwei Sachen. Dass wir in den Boden gehen und hier dieses Assassinengrab. Haben wir zwei Sachen gemacht. Und gucken dann weiter. Der Brunnen ist nämlich nicht ganz doof. Stimmt, die Kirche haben wir auch. Ah ja, gut. Ja. Da können wir ja schon so einige Sachen machen. Genau, da hinten. Na ja, genau. Irgendwie so. Dann darüber. Dann runter, dann dahin. Dann schwingen. Abfahrt. Achso, ja. Genau. Nein, 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 nein. Oh, der ist falsch gesprungen. Ich wollte, dass er gerade springt. Hat er aber nicht. Gut, dann nochmal. Hoch. Links entlang. Runter. Links. Abfahrt. So, drehen, drehen. Drehen. Jetzt. Das ist halt der Punkt. Man muss diesen Sprung hinbekommen. Dann muss man hier lang. Jump. Dann hier lang. Hier lang. Oder werden wir... Ach stimmt, hier gibt es gar keine Statue. Krass. Bin jetzt gerade schon verwirrt. Dann findet man die doch in der Stadt. Gut, das ist ja jetzt... Also, da habe ich mir jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Aber die paar Cent, komm. Abfahrt. Paar Cent sind paar Cent, die man doch gerne mit sich hat. In der Mine könnte vielleicht auch was sein. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Soli. Abfahrt. Ich könnte auch noch ein paar Gemälde kaufen, dann sieht die Stadt, also sieht das da hinten nicht so ganz traurig aus. Dann gehen wir gleich nochmal einen kleinen Abstecher zur Kirche. Und ja, das schaffen wir. Gucken, was man hier alles bekommen kann. Dame mit Hermelin ist unsere. Und dann holen wir hier der heilige Franziskus in Ekstase. Danke für eure Patronage. Ja. Du hast ja auch schöne Bilder. Genau. Erweitert es nicht viel, aber es gibt halt. Genau, da oben ist nämlich was. Jo. Ja, da bekommt man nur die. Komisch. Da habe ich keine Ahnung, wo man die Statue nochmal findet. Habe ich bestimmt irgendwo übersehen. Die zwei letzten. Okay, dann. Ja. Dann war ich einfach nur blind. Nun, seid bitte achtsam, Amico. Ich kann mich nur dran erinnern, dass hier links irgendwo eine war. Also, an der Stadt. Oh, ja, klar. Da, Alex mal wieder. Der springt runter und bricht sich die Beine. Aber ich will jetzt halt echt nicht ewig suchen. Wir machen das dann mal. Ich will jetzt erstmal in das Assassinengrab. Oder wie, was das auch immer sein mag jetzt. Ich weiß nicht, wo wir reinkommen. Oder ob das irgendein Geheimgang ist. Oder ich habe keine Ahnung mehr. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. So, und machen den. Und wenn nicht, dann gehen wir gleich wieder raus. Jo, das ist ein Assassinengrab. Soli. Jo, die Familiengruft der Auditore erkunden. Ah ja, genau. Hier gibt es dann noch Geschichten. Ich wuchs in einem kleinen Haus an der Lagune von Venedig auf, in Sichtweite der schaumgekrönten Wellen des Meeres. Als ich gerade alt genug war, um zu laufen, wurde ich Seemann. Zuerst als Schiffsjunge, dann als Lastenträger für den Patron meines Vaters, Messer Marco Polo. Es war ein gutes Leben. Also Marco Polo hat etwas mit der Familie Auditore zu tun.
Das kennen wir ja schon. Haben wir schon mal gemacht. Wow. Man ging auch nicht immer gut mit den Verwandten, habe ich das Gefühl. Dann hier. An Land. Eines Tages, als ich an Land war und in einem Hafen Arbeit suchte, verliebte ich mich. Sie war gerade 20, aber als ich in ihre Augen sah, spiegelte sich darin die ganze Welt heller, klarer als die Sonne. Danach fuhr ich zwar immer noch zur See, aber mein Herz blieb an Land bei diesem Mädchen, das ich geheiratet hatte, und unserem kleinen Sohn. Ja, vielleicht erklärt das jetzt, wie Alter ihr hierher kam. Im Sommer desselben Jahres rief mich Messer Polo in sein Arbeitszimmer. Mein Vater war schon dort und auch ein älterer Mann in einem seltsamen Kapuzenmantel, der uns beobachtete. In diesem Moment, der mein ganzes Leben veränderte, teilte mein Vater mir mit, dass er ein Assassin sei. Er nahm seinen Ring ab, zeigte mir ein merkwürdiges Mal an seinem Finger und erklärte mir, dass unsere Familie einem alten Orden entstamme, der die Menschheit beschützt. Er machte eine Pause und als ich nichts sagte, trat Messer Polo vor. Er sagte mir, dass der Fremde mit der Kapuze mich unterrichten würde und dass ich ihn im Gegenzug über das Mittelmeer nach Spanien bringen sollte. So begann meine Ausbildung bei Dante Alighieri. Oh, bei Dante, die jeden Funken an Glück aus meinem Leben vertreiben würde. Ja, Dante war ein bisschen heftig. Aber halt auch ein Assassin. Spannenderweise. Oh Gott. Alles auf Zeit. I don't like this. Manchmal ist die Kameraführung genau nicht so, wie man sie sich wünscht. Passt. Abfahrt. Messer Alighieri besuchte mich regelmäßig bei den Vorbereitungen der Reise. Zunächst ging es bei unserem Treffen um den Einkauf von Vorräten, aber bald schon ging es um Größeres. Das Leben, die Liebe, Ehre und Gerechtigkeit. Er brachte mir bei, dass die Gesellschaft daraus ausgerichtet ist, ihre Mitglieder zu kontrollieren und uns vom Denken, vom Erkennen abzuhalten. Bald durchschaute ich all die Regeln und Illusionen und ich verstand, dass die Menschheit von ihren Herrschern missbraucht wurde und dass wir, das Volk, Freiheit verdienten. Und dann zeigte Dante mir Seiten aus einem Buch, das Messer Polo aus dem Palast des großen Genghis Khan mitgebracht hatte. Das Manuskript, der Kodex, handelte von unserem Orden, den Assassinen. Okay. Na klar, Marco Polo, der große Freund der Khane, der natürlich jetzt so erklärt, dass er es eben hier verdiente. Ich hab... Ja, wir schaffen es gerade so. Wow. Boah, ich hab keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Aha, aha, aha. Ach du Scheiße. Ich bin hier gerade gar nicht bereit. Oh, schon verkackt. Alles gut. Also, wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Dann da hoch, dann darüber. Dann da hoch, dann darüber. Schaffen tue ich es natürlich nicht mehr. Aber so ungefähr. Oder schaffe ich es sogar ganz doof? Schaffe ich es direkt hier rüber. Nee. Also erweiterter Wandsprung. Alles klar. Das sollte ich schaffen. Ich muss mir nur beim ersten Sprung die Geduld nehmen. So. Nass die Rüstung einfach ist. Und es sieht noch geil aus. So. Natürlich. Ja, nein. Vorhin hat es so gut geklappt. Na, hier, Zago. Ich halte, glaube ich, immer die Leertaste zu lange gedrückt. Nicht so geil.
gleich. Genug Zeit haben wir, wenn man sich nicht zweimal verspringt. Oder wenn man nicht von zu weit oben runterfällt. So. Dann lieber so. Soli. Dann lieber so. So, so. Wenn man das schön mit der Ruhe kann. Dann so. Dann hier hoch. Und easy peasy. Lemon squeezy hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Ah, da hinten ist keine Tafel, ne? Nee. Nicht, dass ich mich vergucke. Ein unerwarteter Abschied. Unsere geplante Reise fand nie statt. Als wir nach Ravenna zurückkehrten, um seine letzten Bützezümer zu holen, starb Tante. Betroffen vom Tod meines Mentors wollte ich meinem Vater und Messer Polo die traurige Nachricht überbringen. Aber bevor ich etwas sagen konnte, wurde ich ins Arbeitszimmer gezerrt und mein Vater, gerade bleich, verschloss die Tür hinter mir. Schockiert vernahm ich schweigend seine Worte. Dante wollte den Kodex nach Spanien bringen, wo er sicher gewesen wäre, aber wurde beobachtet. Der Feind der Assassinen, der Orden der Tempelritter, existierte immer noch. Ich erinnerte mich an die Geschichten über die Templer, die er mir erzählt hatte. Und mir wurde alles klar. Dante war ermordet worden. Die Templer wussten vom Kodex und sie wussten von uns. Zitternd befahl mir mein Vater, den Kodex zu nehmen und sofort mit Frau und Kind nach Spanien aufzubrechen. Als Messer Polo mich zur Tür brachte, gab er mir ein Stück Papier mit einer Nummer drauf. Mit dieser Nummer konnte ich in seinem Namen mehr Dukaten abheben, als ich je zuvor in allen Banken Italiens zusammen gesehen hatte. Na ja. Wir müssen nicht geradeaus und dann irgendwie rechts rüber oder so. Ah, okay, gut, das geht ja. Das ist ja fast noch geradeaus. Ich bin doch gegengelaufen. Ich bin doch schon wieder gegengelaufen, Alter. Warum bin ich nicht schwach? Manchmal... Also das, dass ich mich ärgern werde, das wird mir häufiger passieren. Es hat genau nicht geklappt. So eine Scheiße. Also, dass ich mal ab und zu so Fehler mache, in diesem Spiel ist es nicht immer sehr genau. Was ja, wie gesagt, gar kein Problem ist. Aber es passiert dann halt auch. So, jetzt aber einmal anständig, weil wir könnten es locker schaffen. So schlecht sind wir nämlich dann doch nicht. Hier hoch, da, da, da. Jede Sekunde mitnehmen. Hier habe ich auch vielleicht ein bisschen zu lang nachgedacht. Da bin ich. Okay. Das könnten wir öffnen. Auf See. Wir setzten noch in derselben Nacht die Segel, das Schiff voller Waren für die Märkte Barcelonas. Zunächst lief alles gut. Dann gingen wir, um einen Sturm auszuweichen, im Hafen von Otrando vor Anker. Die Piraten kamen im Schutze der Nacht. Ich bemerkte sie nicht, bis sie mein Schiff enterten. Ich versteckte mich mit meiner Familie im Laderaum und holte den Kodex hervor. Ich ließ den alten Ledereinband durch die Finger gleiten und dann zerriss ich ihn. Die Seiten rieselten leise zu Boden. Ich verteilte sie auf den Kisten und Truhen, die ich zum Markt bringen wollte. Die Männer, die uns fanden, waren betrunken. Ich konnte es riechen. Als sie nach dem Kodex fragten, wusste ich, wer sie geschickt hatte. Ich hielt meinen Zorn zurück und sagte, ich hätte ihn über Bord geworfen. Sie lachten. Zwei hielten mich fest und grinsten dabei immer noch, während die anderen meiner Frau die Kleider vom Leib rissen. Sie flehte um Gnade, bis ihre Stimme sie verließ. Als sie mit ihr fertig waren, warfen sie sie einfach ins Meer. Sie nahmen meine Ladung, versenkten mein Schiff und sie ließen mich an einem Stück Reling geklammert im Meer zurück. Ich schaffte es mit meinem Sohn an Land. Am nächsten Morgen spülte die Flut die Leiche meiner Frau an Land. Und das hat jemand sehr schlecht geschrieben. Der Mann doppelt nicht zwei Nomen. Das Ding ist aber lang. Oh Gott. Da, 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 hoch, da. Oh Gott. Zu Pi mal Daumen. Das ist die letzte. Zack. Zack.
Zack, zack. Naja, gut. Dann halt so. Wow, ich hab's geschafft. Was sind jetzt wieder... Okay. Ein neuer Name. Ich habe die See nie wieder gesehen. Ich schaffte es irgendwie bis nach Florenz, mietete ein kleines Zimmer und ging zur Bank. Ich erinnerte mich noch an Polos Kontonummer. Mit der enormen Summe, die mir nun zur Verfügung stand, reiste ich verkleidet nach Venedig, um meinen Vater zu suchen. Am nächsten Tag kehrte ich nach Florenz zurück. Mein Vater und Messer Polo waren bereits tot. In diesem Moment ansammelte ich Abhandlungen über die Architektur, studierte die Klassiker und nahm Gesangsstunden. Ich nahm den Namen Auditore an und gab mich als Edelmann am Hof von Florenz aus. Akzeptierte als einer der ihren, nahm ich die Pflichten des Adels an und baute diese Villa für meinen Sohn und mich. Auditore, macht jetzt auch Sinn, ne? Gesangsunterricht. Und dann jagte ich sie. Ich brachte meinen Sohn das Kämpfen bei, den Kodex zu suchen und Templer umzubringen. Gemeinsam wollten wir die Ehre meiner Frau wiederherstellen. Den Tod meines Vaters rächen. Schulden, die niemals beglichen werden können. An den Auditore, der dies liest, vergiss nicht, dass du kein Adliger bist. Du bist keiner dieser Betrüger. Du bist ein Mann des Volkes. Rächung. Am Ende doch nur ein einfacher Mann. Alles nur gespielt. Und hier sind die Familiengräber. Und die Florinen, die sind ein Klacks gegen das, was wir hier sonst noch haben. So. Es gibt aber kein Abzeichen, also kein von diesen Abzeichendingern da. Ich sehe. Nee. Aber das scheint der Sohn und der Vater zu sein. Boah, schon krass, ne? Und so versteckt alles. Jetzt wissen wir auch, wie die Auditore wurden. Und ja. So einfach kann das sein. Oder so schwierig. Respekt bekunden. So heißt die Mission. Das stimmt auch irgendwie. Ne? Also wir haben jetzt unsere Familie einmal gesehen. Ah, jetzt kommen wir in der Mine raus. Das war, glaube ich, der Grund, wozu es die Mine gab. Guti, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss natürlich jetzt den Weg zurückrennen, aber das ist auch okay. Und sogar Geld bekommen. Dann können wir sogar noch ein, zwei Sachen machen. Von daher bedanke ich mich herzlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.